Destination of the day. Ciao, mi chiama. Меня зовут. Саватика, чанчуа. Я хетер. Зовемся. Я естем. Бельмадам. My name is. Ich bin. Bonjour, je suis. Und unsere erste Kiss Nation of the Day heute ist Russland. Und zu Gast haben wir dazu die wunderbare Jana. Schönen guten Tag. Hi. Hi. Und ich habe mir quasi einen Experten mit ins Boot geholt, damit wir auch jeden Tag euch die Nation, die Nation des Tages geworden ist, korrekt vorstellen. Tolga, hallo. Hallöchen vis-à-vis. Ich hoffe, zur Ausnahme mal gut vorbereitet und gut recherchiert. Na klar. Du stellst ab heute jeden Abend zwischen 19 und 20 Uhr eine Nation vor. Wir sprechen einfach über wichtige Fakten und Dinge, die man wissen muss. Also fangen wir einfach mal an. Russland. Hauptstadt. Ist natürlich Moskau, ja. Moskau wird übrigens auch die Stadt der Milliardäre genannt. Insgesamt sollen dort nämlich 74 Milliardäre leben. So viele wie sonst in keiner anderen Stadt. Im Vergleich, in Berlin gibt es nur 4 Milliardäre. Fläche. Russland ist das weltgrößte Land mit einer Fläche von 17.075.400 Quadratmetern. Sprache. Russisch ist natürlich die Amtssprache in Russland, logischerweise. Und nebenbei noch die Sprache in 5 anderen Staaten, also insgesamt Russland, Ukraine, Kasachstan, Weißrussland und Kirgisistan. Geschätzt sprechen 165 Millionen Menschen muttersprachlich Russisch und weltweit sind es 275 Millionen. Nationalgericht. Ich habe mich schlau gemacht, das soll wohl unter anderem Borscht sein, ja? Eine Suppe, die jeder Russe kennt. Russischer Borscht besteht aus rote Beete, Zwiebeln, Weißkohl, Karotten, Kartoffeln, Tomaten und Rindfleisch. Man sagt, er sollte so viel Gemüse beinhalten, dass ein Holzlöffel im Suppentopf stehen bleibt. Vielen Dank, Tolga. Bitte. Sehr gut recherchiert. Oder, Jana, war das alles korrekt, was Tolga erzählt hat? Zu dir muss man ja sagen, du bist heute auch noch eine besondere Kiss Nation of the Day, weil du quasi nicht nur eine Nation vertrittst, sondern zähl mal auf, woher kommt deine ganze Familie verteilt insgesamt? Also Russland, Polen, Holland und Deutschland. Wir haben uns jetzt aber auf Russland spezialisiert, genau. Weil... Ja, weil wir haben den größten Bezug zu Russland und meine Oma kommt aus Russland. Ich habe auch ein bisschen Russisch dann halt gelernt. Und wir essen auch, wenn dann russische Sachen, jetzt die anderen Sachen nicht unbedingt. Wir können ja mal kurz darüber sprechen. Du bist selber in Berlin geboren. Genau. Wann und wieso sind deine Vorfahren nach Deutschland bzw. nach Berlin gekommen? Also meine Urgroßeltern haben halt meine Großeltern bekommen, sind dann im Krieg nach Deutschland alle gekommen. Und ja, und dann sind die meisten dann leider verstorben im Krieg und meine Großeltern sind dann alle hier geblieben. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal ein bisschen an. Stell dich doch mal auf Russisch vor. Ich finde ja die Sprache immer sehr interessant. Du hast selber gesagt, du kannst super Russisch lesen und schreiben. Mit dem Sprechen ist immer ein bisschen problematisch. Ja. Aber wie würde es heißen, wenn du jetzt einfach sagst auf Russisch, mein Name ist Jana? Меня зовут Яна. Und wie alt du bist? Меня... 23 лет. Ich würde sagen, wir beide üben jetzt hier ein bisschen zusammen Russisch, genau. Während ich den nächsten Song spiele. Und dann will ich natürlich sehen, was du Tolles aus deinem Heimatland, deiner Vorfahren mitgebracht hast. Ich sehe hier ich schon schöne Sachen. Ich habe euch Essen gekocht, liegen. Ja. Oha, Tolga, hast du gehört? Du, ich habe schon die Hälfte aufgegessen. Nein, verdammt, das ist mein Gastgeschenk. Also, gleich mehr von Jana aus Russland hier bei der Kiss Nation of the Day. Vorher gibt's Seed mit Black Kappa und Dickes B. Die Kiss Nation of the Day. Jeden Abend ab 19 Uhr bei Downtown at Kiss mit Vis-a-vis. Bewirb dich jetzt auf kissfm.de. Die Kiss Nation of the Day. Seit heute gibt es eine wunderbare neue Rubrik hier bei Downtown at Kiss. Das Ganze nennt sich die Kiss Nation of the Day. Wir stellen Berliner vor mit Migrationshintergrund. Und unser allererster Gast heute ist Jana. Hallo. Du bist noch hier? Wunderbar. Ja. Tolga ist auch noch hier. Mhm. Und unfassbarerweise bedient sich Tolga schon an den Sachen, die du mitgebracht hast. Lecker. Deine Vorfahren kommen aus Russland. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen was über Russland erfahren. Jetzt möchte ich aber mal bitte als allererstes wissen, was hast du uns hier typisch Russisches mitgebracht? Das Essen? Ja, genau. Also einmal habe ich euch Watruschki mitgebracht mit Erdbeer- und Kirschfüllung. Das sind hier die, die so ein bisschen aussehen wie Nudeln, wie Tortellinis. So, genau. Ich koste das jetzt einfach mal. Sprich ruhig weiter. Dann habe ich euch noch Blini mitgebracht mit Fleischfüllung. Mhm. Das sind diese Röllchen. Das ist unfassbar. Schmeckt, ja. Es schmeckt gut. Gibt es da besondere Anlässe, weil man das in Russland isst? Nein. Also man isst auch 5 Mahlzeiten am Tag. Also 2-mal Frühstück und dann Mittag. Wieso 2-mal Frühstück? Weil sie das machen. Das finde ich sehr gut. Ja, Tolga, gleich auswandern nach Russland.
So, und was sind diese Kekse? Die sehen so ein bisschen aus wie Weihnachtsplätzchen. Nee, das sind ganz normale russische Kekse. Die kriegt man überall zu kaufen. Ich koche auch mal gleich den Kekse hier. Ich darf zum allerersten Mal hier heimlicherweise im Studio essen. Macht man normalerweise nicht. Gerne, schmeckt super. Kochst du denn selber auch oft russisch für deine Familie? Oder? Ja. Was ist dein persönliches Lieblingsrussische Gericht? Die Blinis esse ich am liebsten. Die hier mit dem Fleisch. Also das, was ich euch mitgebracht habe, ist eigentlich so das, was ich am liebsten esse. Das muss ich jetzt auch mal. Es ist natürlich jetzt alles hier süß und fleischig durcheinander. Ich koste das mal. Man kann sich das ungefähr, sieht halt aus wie so ein Röllchen mit Teig rundherum. Und drin ist jetzt was für ein Fleisch? Gehacktes. Gehacktes. Schmeckt also toll. Also Fleisch alleine. Ich habe es noch nicht probiert. Okay. Ja. Boah, das ist super, Jana. Also das ist jetzt auch mein Lieblingsgericht. So, und dann möchte ich natürlich außerhalb des Essens wissen, was ist denn noch typisch russisch? Also natürlich der Wodka, den habe ich euch ja auch mitgebracht. Leider, liebe Jana, es gibt so einen Spruch, weil das, was ich hier mache mit den Knöpfen drücken, das nennt sich fahren. Und dann sagt man, nein, ich kann nicht trinken, ich muss noch fahren. Und das in zweierlei Hinsicht. Ich freue mich aber sehr. Tolga, den trinken wir dann nach Feierabend, oder? Aber yeah. Und genau. Das ist echter russischer Wodka, ja? Das ist echter russischer Wodka, ja. Du hast ja vorhin noch erzählt, ich moderiere jetzt mit vollem Mund, ungeniert, aber super. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass fälschlicherweise alle immer denken, dass Wodka Gorbatschow aus Russland genau. kommt. Genau, der kommt aus Dresden und der hat auch mit Gorbatschow gar nichts zu tun. Okay, dann was ist noch typisch russisch neben Wodka? Die Matroschka zum Beispiel, diese Puppe, also wo dann mehrere Puppen in einer Puppe drin sind. Dann Tetris, kennt ja jeder, das Spiel Tetris. Tetris kommt aus Russland. Genau, ja. Mhm. Dann Balalaika, das ist diese dreieckige Gitarre mit drei Saiten. Ja, das ist so typisch russisch, würde ich sagen. Ich habe mich in diese Rollen verliebt. Wie heißen die nochmal? Die heißen Blini. Wehe, du isst mir das weg, Tolga. Ich will das alles alleine essen. So. Ich kann euch morgen auch noch mal welche vorbeibringen. Ja, ich glaube, morgen wird vielleicht auch schon das nächste Heimatland sozusagen essenstechnisch bedient. Was ja auch noch wichtig ist, Musik in Russland. Du hast einen Song mitgebracht, zumindest einen Ausschnitt aus einem Song. Mhm. Erzähl doch mal was. Der junge Mann heißt Alexander Demar. Genau, und der ist sehr bekannt in Russland und ja, ist gerade bei der Jugend sehr beliebt. Und macht halt, ja, ich würde sagen, russischen Hip-Hop oder ja, Soul-Pop. Wie spricht man den Songnamen aus? Tanjui Samnoi. Und was bedeutet das? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Mensch, da habe ich dich hier auf den falschen Fuß. Ja. Aber ist auch nein, nicht wichtig. Nein, ich hatte mir es aufgeschrieben, weil die beiden, also ich kann ja nicht so gut sprechen. Und ja, aber ich habe es vergessen mitzubringen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Alexander Demar mit Tanju Samoy aus Russland. Чами-чами-чами, были мы с тобой, танцуй со мной, я буду твой. Темными ночами мы с тобой мечтали о любви такой. Knaller. Also ich bin nicht nur Fan von Blinis, sondern ich finde diesen Alexander Demar auch super. Ja, ich finde den auch klasse. Du gehst dazu auch tanzen oder, also es gibt ja zum Beispiel so Russendiskos in Berlin. Gehst du auch zu sowas hin und feierst dann? Kommt ganz drauf an. Aber ich gehe eigentlich eher in die normalen Clubs, also wo alles gemischt gespielt wird. Ich würde sagen, mehr zur Kiss Nation of the Day. Russland mit Jana gibt's gleich. Und wir essen jetzt weiter, Tolga, oder? Ich esse die ganze Zeit schon. Oh, das ist lecker. Die Kiss Nation of the Day. Jeden Abend ab 19 Uhr bei Downtown at Kiss mit Vis-a-Vis. Bewirb dich jetzt auf kissfm.de.